Leonard, hier nicht mit Viola flirten, ne? Viola. Magic Mike. Viola. Ja. Ja, du hast Magic Mike, willst du schon sehen, weiß ich schon. So, Leonard, du kennst ja mit den Damen, du kennst ja mit den Damen aus, ja, du hast ja die Rose damals verteilt. Wie fandest du die Damen heute, die Veranstaltung, und hattest du schon mal heute eine Favoritin? Also auf jeden Fall erstmal großen Respekt vor den Mädels, die haben das toll gemacht, die haben sich wirklich große Mühe gegeben. Ich fand, es war eine tolle Veranstaltung, auch an die Laufstegarchitekten. Groß, mein Chapeau, wirklich toller Abend, gelungener Abend. Und ich freue mich für die Gewinnerin, unglaublich sympathisch und mit einer tollen Ausstrahlung. Ja, finden wir auch, war echt sehr schön. Liegt in der Natur der Miss Bayern, das sind immer tolle, nette, sympathische Frauen. Okay, aber was sagst du dazu, dass die Miss Ingolstadt auch Miss Bayern geworden ist? Was sagst du dazu? Da. In Ingolstadt, ne? Heute Abend hier die Miss Ingolstadt zu Miss Bayern, lag natürlich auch daran, die hatten ein unglaublich tolles Publikum hier gehabt, ein dankbares Publikum, die haben sie auch bejubelt. Also man hat gemerkt, die hatte eine tolle Fanbase, ja, und sie hat es super gemacht. Also insofern, das ging alles mit rechten Dingen zu. Ja, fand ich auch. Ansonsten, ja, wir kommen ja aus Augsburg, das weißt du ja bestimmt. Es waren ja drei Augsburgerinnen auch dabei. Wie fandest du die Mädels? Ich weiß nicht, ob du das weißt, welche das waren. Eine schöner als die andere. Die Augsburgerinnen, eine schöner als die andere. Ja, aber es hat keine gewonnen. Es kann nur in die Top 3 gekommen. Nur eine gewinnen. Ja, ja, aber es ist ja keine nur in die Top 3 gekommen. So, was ist da los? Es waren halt lauter tolle, schöne Frauen. Die haben sich alle große Mühe gegeben. Und wie gesagt, es kann nur eine gewinnen. Vielleicht wird es nächstes Jahr eine Augsburgerin. Ja, dann hoffen wir das mal. Wie fand es? Auch in Augsburg. In Augsburg zwei ganz, ganz nette liebe Freundinnen. Die Susi und die Verena. Liebe Grüße an euch, wenn ihr das hier seht. Ja, das sehen die bestimmt, die freuen sich bestimmt darüber. Ansonsten, wie fandest du das drumherum? Den Aufbau, die Veranstaltung, wie war es aufgemacht, und hast du dich in der Jury wohl gefühlt? Ja, es hat großen Spaß gemacht, also wirklich, es war eine tolle Veranstaltung. Der Ari, also der die Veranstaltung heute hier gemacht hat, von den Laufstegarchitekten, hat sich riesen Mühe gegeben, muss man wirklich sagen, auch mal großen Respekt an ihn. Auch mal Dankbarkeit, dass jemand sich so eine Mühe gibt und so eine tolle Veranstaltung ins Leben ruft. Ne? Ja. Und so viel Zeit auch investiert und so viel Herzensblut auch. Es ist wirklich gelungen, und Chapeau auch dafür und großen Dank, und ich hoffe, dass er es nächstes Jahr wieder macht. Ja, das hoffen wir auch. So, hast du noch irgendeinen Tipp für die aktuelle Miss Bayern, für die Miss Germany-Wahl? Wie soll sie vorgehen? Musst du sich vorbereiten, oder was wünschst du ihr? Also die aktuelle Miss Bayern sollte auf jeden Fall sie selbst bleiben bei der Miss Germany-Wahl, das ganz sicher, aber sich schon vorbereiten, sich schon Gedanken machen, weil es wird nochmal eine Nummer schärfer. Ne? Die Konkurrenz ist hart, tolle Frauen. Auf jeden Fall immer lächeln, das ist ganz wichtig. Man sieht es sofort, aber wenn man es gewohnt ist, wie ich auf der Bühne zu stehen, man denkt immer daran, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Leute schauen dich an und die schauen dir ins Gesicht und die wollen dich lächeln sehen, weil es vermittelt auch eine Stimmung, es vermittelt ein Lebensgefühl. Also auf jeden Fall authentisch bleiben und lächeln. Absolut, das sehe ich genauso. So, letzte Frage, wie war die Pizza Margherita, die ihr bekommen habt? Ich habe kein Stück, ich bin auf Diät, ich habe kein Stück davon gegessen. Sehr schön. Gut, dann wünschen wir dir noch viel Spaß, und wir sehen uns auf der Aftershow-Party. Bis später. Danke dir. Danke dir.